Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, hier ist wieder euer Raven Knight, der Let's Play-Opa mit Let's Play Chrono Trigger. Ja, der Vater von Luca hat immer noch keinen Oberarmmuskelkater oder ähnliches. Also schauen wir mal, was sie da geschafft haben. Müssten wir ja gleich sehen. Oh, das... Ja, das Portal hat sie wieder aufgemacht und... Ja, Chrono fliegt irgendwie rum. Ich werde dir folgen, nachdem ich weiß, was passiert ist. Viel Glück, Chrono! Na gut, machen wir uns doch mal jetzt auf den Weg. Gut. Und wir reisen ins Ungewisse. Keine Ahnung, was da passiert. Auf jeden Fall sieht es nicht gut aus. Naja, mal schauen, wo wir da rauskommen. Das ist irgendwie ein bisschen schlecht für die Augen, glaube ich. Aber egal. Wow. Scheint Herbst zu sein. Aber wo sind wir hier? Ich wüsste das schon gerne. Hallo? Hallo? Finde ich hier irgendwas? Nö. Finden tue ich hier nichts. Wie dem auch sei. Wow. Ich habe doch was gefunden. Goblin. Goblins. Blaue Zwerge. Ja, die kriegen sofort erstmal einen X-Schlag hier. Das war ein Spezialschlag von Chrono. Ich weiß nicht, ob man das beeinflussen kann. Ich weiß nicht, in welchem Spiel das war. Ich glaube, das war aber bei einem anderen Spiel, was ich vorgeschlagen habe, nämlich Super Mario RPG. Da konnte man beeinflussen, wie der trifft. Egal. Obwohl, ich habe jetzt einmal gedrückt und es hat geklappt. Vielleicht klappt das wirklich. Muss ich mal schauen. 6 Erfahrungspunkte und 3 Technikpunkte. Die Technikpunkte dienen dazu, um neue Techniken zu erlernen. So, und jetzt können wir auch endlich in unser System reinschauen. Und ich habe jetzt mich geheilt mit einem Tonikum. Denn Tonika sind zum Heilen da. Oh, ich sollte unter die Dichter gehen. Schön, wo sind wir hier? Also, sieht alles nach Herbst aus. Wir werden plötzlich angegriffen von irgendwelchen Zwergen, die dazu auch noch blau sind und irgendwelche komischen Strampler tragen. Naja, wie dem auch sei. Mal schauen. Ja, jetzt zweimal Normalschlag. Egal. Gut. Wieder ein paar Erfahrungspunkte, ein paar Technikpunkte und aufgelevelt. Schön. Und den Zyklon gelernt. Das ist unsere erste Technik, die wir können. Den Zyklonschlag. Chrono dreht sich dabei im Kreis. Ein Tonikum erhalten. Gut. Sehr, sehr schön. Und einen Krafthandschuh. Ja, Leute. Die Tonika sind gelb angezeigt. Ich muss mich nochmal reindenken in das Spiel. Warum? Ich weiß es nicht mehr genau. Ist schon zu lange her. Und wie ihr seht, jetzt spielen die auch noch mit einem anderen Viech hier Fußball. Kann es ja gar nicht sein. Da bin ich kein Freund von. Da muss ich leider jetzt ein bisschen dazwischen hauen. Und wie ihr seht, auch wenn man auflevelt, die Punkte werden nicht automatisch aufgeladen. Das heißt, wir sind immer noch bei 70 Punkten, die wir vorher schon hatten. Und müssen uns halt auf das nächste Mal heilen gewöhnen. Oder eben halt uns irgendwo wieder Heilgegenstände verwenden. Aber ich denke, die brauche ich jetzt noch nicht. Denn die Gegner sind ja noch recht einfach. 7 Punkte, 3 Technikpunkte, ein Tonikum erhalten. Ich könnte jetzt rein theoretisch wieder ein Tonikum verbrauchen. Werde ich aber nicht tun. Den Krafthandschuh werde ich noch aufbewahren. Die Welt sieht aber jetzt ein bisschen anders aus. Und ja, das Fragezeichen zeigt auf. Das Fragezeichen dient dazu, man weiß jetzt nicht genau, in welcher Zeit wir sind. Naja, wie dem auch sei. Schauen wir doch erstmal hier in dieser Residenz rein. Okay. Da ist nichts von Belang, zumindest jetzt erstmal nicht. Das Truth Inn. Genau, da können wir zumindest schon mal übernachten. Das wären 10 Goldmünzen. Eintragen? Klar. Ich habe noch nicht gespeichert, fällt mir gerade ein. Ich sollte das irgendwann mal tun. Diese Kisten, die ihr hier seht, liebe Freunde, sind noch nicht zu öffnen, weil die sind von einer mysteriösen Kraft verschlossen. Und ja, die können wir erst öffnen, wenn wir einen gewissen Punkt im Spiel erreicht haben. Wer bist du? Die Magus-Armee hat die Zenan-Brücke vernichtet. Also ist der südliche Kontinent nicht zu erreichen. Okay, schön. Also falls wieder jemand Hinweise für mich hat, wie das hier weitergeht, das Spiel, sind gerne willkommen, denn ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe alles schon wieder vergessen. Die Guardia-Wälder und die Kathedrale. Schauen wir doch erstmal hier in der Kathedrale nach, was hier so abgeht. Schauen wir mal. Wir möchten nichts als Weltfrieden. Oder ein Stück der Welt. Haha. Hä? Leute würden nicht wissen, was sie mit sich selbst tun sollten, wenn sie in einer wirklich friedlichen Welt. Mensch, wie delikat. Ich meine, wie erleichtert Menschen aussehen.
Ihr mögt viel, ihr könntet vielleicht ein bisschen, oh mein Gott, nein, ich möchte keine Organe rezitieren. Oh je, es sieht so aus, als könntest du ein bisschen Essen gebrauchen und einen Ort zum Ausruhen. Nö, eigentlich nicht. Ja gut, ich glaube, hier ist noch nichts. Gehen wir doch erstmal hier durch den Gardia-Wald. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas machen können. Okay, wow. Grüne Zwerge? Da kann jetzt langsam echt nicht mehr wahr sein. Und Rollis wieder. Ja, bevor die Fußball spielen, lieber erstmal die Rollis töten. Und ihr seht, 83 Punkte haben wir jetzt. Das ist doch wirklich schon mal gut. Wollen wir mal gucken, wie viel wir hier noch hinbekommen. Jawohl, der erste Rolli ist mit einem, der zweite Rolli ist mit einem Spezialhieb weggehauen worden. Gucken wir mal, was der gelbe Imp jetzt hier macht. Oh je, ich mix schon wieder die Sprachen. Oh je, oh je. Ja gut, viel Schaden macht er nicht. Das geht noch. Und er zeigt uns die Zunge, dafür kriegt er erstmal sofort einen drauf. Zack, weg ist er. 10 Punkte, 3 Technikpunkte, 74 Münzen und ein Tonikum. Ja, Tonikum sind am Anfang recht nützlich. Und einen Power-Tab gefunden, die werde ich auch aufbewahren. Ich weiß nicht mehr genau, wofür die zu gebrauchen sind, aber irgendwer wird mich da bestimmt schon mal aufklären drüber. Ich wäre zumindest sehr dankbar, wenn das jemand macht. Ist schon zu lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Wie gesagt, ich habe das Spiel wirklich nur das letzte Mal auf dem DS einfach nur mal angespielt bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann habe ich es wieder weggelegt, weil ich dann ins Krankenhaus kam und die Ace Attorney Saga gespielt habe. Wo ich mir im Übrigen für ja, die nächsten Tage mir den neuesten Teil bestellt habe. Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth, denn das möchte ich doch mal spielen. Das scheint ja doch ein bisschen was anderes zu sein. Hier in den Büschen war nichts gut. Ich dachte jetzt nämlich, in den Büschen wäre was gewesen. Oder kommt es erst später? Gut, wie dem auch sei. Ah, ja. Da. Drei Rollis. Gut, drei Rollis. Holy moly Rolli. Ja, alle weg. Alle weg, alle weg, alle weg. Wollen wir nochmal schauen, wie weit wir hier jetzt kommen. So. Ach ja. Mein Mann, 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 Mann. Die erinnern mich irgendwie so an eine Kombination aus Pferden und, keine Ahnung, Schleimbolzen. Wie dem auch sei. Wir haben wieder ein Tonikum erhalten. Wir sollten jetzt auch langsam mal wieder eins nehmen, denn ihr kennt mich ja. Better safe than sorry. Das ist mein Standard. So, Power Tab. Erhöht die Kraft. Ja, das behalte ich mir für später mal auf. Aha. Was bist du denn? Das Monster hat einen Shelter hinterlassen. Ja, Shelter sind für später interessant. Oh. Wieder solche Knoblis. Jetzt möchte ich euch einmal die Zyklontechnik zeigen, die ich ja habe. Auch 2 MP. Mal gucken. Genau. Da drehen wir uns einmal im Kreis. Machen 31 Schadenspunkte und der Gegner ist besiegt. Sehr, sehr schöne Technik. Wenn man bedenkt, dass man eben halt durch die schon auch mehr Schaden macht als normal. Aber es sollte nicht das Problem sein. So. Ja, Chrono aufgelevelt. Perfekt. Schauen wir doch mal erstmal weiter, was hier so abgeht. Also hier ist nichts. Ist hier noch irgendwas? Weil ich möchte eigentlich noch ein paar Punkte... Oh! Vögelchen! Blaue Adlerlein. Ja. Denn Punkte sammeln ist immer schön. Oh, Stoßflug. Wow! Schaden macht das ja. Nicht gerade wenig sogar. Ja, der nächste dürfte kaputt sein. Jetzt ist nur noch der eine kleine Adler da. Mal schauen, ob der uns... Nee, der kann uns nichts mehr haben. Der ist besiegt. Na gut. Wie dem auch sei. 9 Erfahrungspunkte, 3 Technikpunkte, 96 Münzen und einmal Heilung. Ja, die Heilung dürfte gegen Statusveränderung sein. Aber wir gehen jetzt erstmal durch den Wald durch. Denn... Oh oh. Wieder drei Rollis. Die Technik Zyklon kann im Übrigen auch mehrere Gegner auf einmal angreifen, wie dieses Video jetzt beweist, oder wie diese Attacke jetzt beweist. Ich habe jetzt zwei Gegner angegriffen, was jetzt nur noch diesen einen Rolli da lässt. Für mich, oder einen Rolli-Reiter. Er wird jetzt als Rolli-Reiter bezeichnet, das ist natürlich auch sehr nett. Wie dem auch sei, schnell sind die Gegner nicht. Außer schnell müde und besiegt. Ja, ordentlich Punkte schon. Gehen wir mal hier durch.
Wollen wir doch mal sehen, was uns im Schloss erwartet. Jedoch erst beim nächsten Mal. Einmal noch heilen. Shelter sind, glaube ich, mit einem Zelt zu vergleichen. Genau. An Speicherpunkten kann man da nämlich alles aufladen. Gut, Freunde. Mit dieser Kenntnis und kurz vor diesem Schloss mache ich an dieser Stelle einen Schnitt. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Chrono Trigger. Sprach der Ravenite nimmermehr.